Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, in dieser Auseinandersetzung um die Nachrichtendienste geht es ja im Kern um drei Fragen. Die erste: Brauchen wir Nachrichtendienste? Und da sagen wir von den Koalitionsfraktionen, und die SPD-Bundestagsfraktion sagt uneingeschränkt ja. Angesichts von mehr als 1000 Toten in den letzten Jahren durch Anschläge in Deutschland und Europa, die weiterhin hohe Bedrohungslage durch den internationalen Terrorismus, zunehmende Cyberattacken, international organisierte Kriminalität und nicht zuletzt zum Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten im Ausland können wir auf die Erkenntnisse der Nachrichtendienste nicht verzichten. Die zweite Frage ist: Was dürfen diese Dienste? Im demokratischen Rechtsstaat gilt auch für die Dienste das Prinzip: Maßnahmen müssen erforderlich, verhältnismäßig und geeignet sein. Und dieses Prinzip setzen wir jetzt für die strategische Fernmeldeaufklärung auch um. Für die unverzichtbare Zusammenarbeit mit anderen Diensten schaffen wir klare Voraussetzungen. Und die dritte Frage: Wer kontrolliert und ist diese Kontrolle effektiv? Auch das haben wir vorhin ja schon diskutiert. Wir schaffen einen ständigen Bevollmächtigten mit einem Arbeitsstab, der die Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums bei ihren Kontrollaufgaben unterstützt. Mit beiden Gesetzen, die wir heute beschließen, ziehen wir die Konsequenzen aus den durch den NSA-Untersuchungsausschuss, aber auch durch die PKGR-eigenen Untersuchungen aufgedeckten Fehlentwicklungen der letzten Jahre. Wir schaffen mit dem Gesetz zur Auslandsaufklärung klare Regelungen für den Bundesnachrichtendienst. Wir verbieten Wirtschaftsspionage, wir schützen alle EU-Bürger und Institutionen. Wir schaffen die Voraussetzung für effektive Kontrolle und definieren die Verantwortlichkeiten. Damit sind wir Vorreiter. Kein anderes Land in Europa, ja weltweit, hat bisher solche gesetzlichen Regelungen für seine Dienste. Und was die Verfassungsmäßigkeit anbetrifft, die ja angezweifelt wird, Herr von Notz, von Ihnen und anderen Organisationen, Sie haben sie ja alle genannt, dem sehen wir gelassen entgegen. Verfassungsmäßigkeit stellen nicht die Grünen oder die Linken fest, sondern das Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht wird darüber entscheiden und wird entscheiden müssen, wie weit das Grundgesetz und damit auch Artikel 10, das Fernmeldegeheimnis, geht. Wenn man die Notwendigkeit von Nachrichtendiensten bejaht, dann muss man auch dafür sorgen, dass sie personell, technisch und finanziell so ausgestattet sind, dass sie ihren Beitrag zur Sicherheit der deutschen Bürgerinnen und Bürger in In- und Ausland leisten können. Und auch dafür sorgt die Koalition im Haushalt 2017. Mit dem Gesetz zur Fortentwicklung der parlamentarischen Kontrolle und der Fernmeldeaufklärung des BND schaffen wir mehr Rechtssicherheit, mehr demokratische Kontrolle und für die Zukunft weniger Anlass zu Skandalisierungen. Ich bitte Sie um Zustimmung. Danke schön. Vielen Dank. Letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist jetzt die Kollegin Andrea Lindholz, CDU-CSU.